Das Leben auf dem Land, eine Idylle. Doch seit der Wende hat sich in den ländlichen Regionen, in den Dörfern und kleinen Gemeinden viel verändert. Nicht immer ist alles leichter geworden. Den kleinen Orten eine Seele, dem Leben auf dem Land eine Chance geben. Deshalb engagieren sich die Landfrauen aus Sachsen-Anhalt. Sie wollen neue Wege gehen auf dem Land. Dieser Film erzählt die Geschichte von Alexandra Tinneberg aus Meßdorf in der Altmark. Eine enthusiastische Landwirtin, eine engagierte Landfrau, die im Ehrenamt für ihren Ort und ihre Region kämpft. Warum? Ja, weil sich vieles einfach nicht bewegt ohne Ehrenamt. Solche Sachen wie bei den Landfrauen jetzt, dann, was man halt mit den Kindern versucht, was zu machen. Und das sind alles Sachen, die halt nur im Ehrenamt passieren, ne? Und wenn sich da keine mehr finden, oder auch für uns dann nachher keine Nachfolger mehr finden, dann fällt da ganz viel hinten runter. Und das ist schade, das fällt dann irgendwann auch der Gesellschaft auf die Füße. Auch sie ist eine Landfrau, Margit Mehr aus Jessen, rastlose Geschäftsführerin eines gemeinnützigen Vereins, des Wir e.V. Landfrauen helfen sich selbst. Doch mit den gängigen Klischees der Landfrauen hat sie wenig zu tun. Landfrauenarbeit ist nicht mehr, wie man sich das vorstellt. Bloß noch stricken und häkeln oder vielleicht sich mal zusammensetzen und eine Tasse Kaffee trinken. Landfrauenarbeit verstehen wir in Jessen anders. Und das sehen Sie live. Ute, kommst du denn rein gleich, dass du los kannst? 1996 gegründet, hat sich aus einer Idee arbeitsloser Landfrauen ein riesiges Projekt mit beachtlicher Größe entwickelt. Der Wir e.V. Margit Mehr hat deshalb alle Hände voll zu tun und zu organisieren. Wir haben an 15 Projekte und in jedem Projekt ist die Arbeit in der Öffentlichkeit gefordert. Und es arbeiten mindestens immer 2 bis 3 Mann in einem Projekt. Das kann man sich ja vorstellen. Und die 15 Projekte sind im Hause. Und dann haben wir noch die Außenprojekte. Da ist der Tag mit 8 Stunden nicht ausreichend. Unzählige Angebote bietet der Landfrauenverein. Tauschbörse, Kleider- und Nähstube, soziale Beratung, eine Spielzeugbörse und vieles mehr gibt es in der alten Poliklinik. Dazu die Projekte und Anlaufstellen in den umliegenden Orten. Ein Schwerpunkt, die Suppenküche und die Tafel. So wie Weihnachten heute. Ja, für Weihnachten. Den Landfrauen ist gesundes Essen wichtig, eine warme Mahlzeit. Manch einer kann sich auch das nicht leisten. Wir gewährleisten, wer kommt, der kriegt eine warme Mahlzeit. Das heißt, ein Eintopf mit einem Kompott bzw. ein einfaches, billiges Essen, wie Hefeklöße oder je nachdem, was wir gerade mal im Angebot haben. Für über 100 Kunden am Tag wird gekocht. Viele nutzen das preiswerte und gesunde Essen. Für manche der einzige soziale Kontakt am Tag. Neben den ehrenamtlichen Helfern finden ABM-Kräfte beim Wir e.V. wenigstens zeitweise wieder Arbeit und eine Aufgabe. Ohne die Angebote des Vereins würde die Region um Jessen anders aussehen, ist Landfrau Margit Mehr sich sicher. Da würden noch mehr Leute wegziehen und es wäre noch deprimierender eigentlich hier. Es wären noch weniger Kulturveranstaltungen, es wären weniger Höhepunkte. Das gesamte gesellschaftliche Leben auf dem Lande würde nicht mehr so attraktiv sein. Da wir ja das Land ein bisschen stärken wollen und auch wieder mehr Leben auf den Lande bringen, müssen die Frauen auch dafür was tun und so eben die Landfrauenarbeit motivieren. Das Projekt, worum es geht, ja, sozusagen. Wer durch eine starke, wachsame, selbstbewusste und lebendige Vereinsarbeit das Land- und Dorfleben aktiv gestalten will, der braucht auch Rüstzeug und gute Argumente für seine Arbeit vor Ort. Genau das sozusagen, weswegen ihr eigentlich hier im Seminar seid. Also ja. Zivilcourage, Haltung beweisen, wenn jemand einen blöden Spruch über jemanden macht, abwertet. Dafür gibt es das Paula-Projekt. Frauenpower bringt Demokratie aufs Land des Landfrauenverbandes Sachsen-Anhalt. Klar, dass auch Margit Mehr die Wochenendseminare ein Jahr lang besucht. Wir haben täglich mit so viel mit Leuten zu tun. Und Demokratie ist ja das ganze Leben, was wir leben eigentlich. Und um dass wir das jeden Tag mit unseren Leuten, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Frauen durchsetzen können, deswegen sind wir hier, um das noch ein bisschen besser praxisbezogen nachher in der Praxis durchzusetzen. Ja, es liegt wahrscheinlich am demografischen Wandel auch. Und ja, die junge Bevölkerung geht dahin, wo sie Arbeit hat.
und um da irgendwie so einen Zusammenhalt auch zu halten und das interessant zu machen für Familien, im Dorf zu bleiben und sich hier vor Ort Arbeit zu suchen. Es ist wichtig, dass es ein gutes gemeinsames Leben auf dem Dorf gibt, finde ich. Mit Gesprächen und Übungen, vor allem für schwierige Situationen, werden die Landfrauen zu Demokratieberaterinnen ausgebildet. Ihr Wissen und ihre Kompetenz mit in ihre Region weitertragen, das will auch Alexandra Tinneberg. Bei dem Paula-Projekt hat mich so dieser Hintergrund mit dieser politischen Bildung, das hat mich nochmal so ein bisschen gereizt, weil das auch so Sachen sind, mit denen ich mich bisher von Hause aus noch nicht so viel beschäftigt habe. Alexandra Tinneberg lebt mit ihrer Familie in Mesdorf in der Altmark. Dort bewirtschaften sie Felder und Ställe. Die engagierte Landfrau hat fast jede Woche eine Rasselbande Schulkinder auf ihrem Mühlenhof. Wir haben ungefähr nicht ganz 800 Hektar, die wir bewirtschaften. Ihr Ehrenamt ist unter anderem das grüne Klassenzimmer, Unterricht auf dem Bauernhof. Los geht die grüne Schulstunde bei den Kälbern. Die Reaktion ist bei den Kindern immer wieder dieselbe. Am Anfang habe ich auch gedacht, naja, mit den Kindern über dem Bauernhof. Hallo, wir wohnen hier auf dem Land. Jeder kennt die Tiere, jeder weiß, wie das läuft. Bis ich dann aber auch wirklich gemerkt habe, was die Kinder denn doch alles nicht wissen, obwohl sie hier auch auf dem Land groß werden. Das ist alles nicht so selbstverständlich, wie man das eigentlich glaubt. Ne? Den Kindern gefällt es eigentlich immer. Wie, er sagt nachher was anderes. Gut, so. Weiter geht's. Alexandra Tinneberg führt die Schulklasse zu den Ställen. Wie wachsen die Tiere auf? Was fressen sie und wie viel? Fragen über Fragen, die Knirpse beantwortet haben wollen. Und die Landfrau steht geduldig, Rede und Antwort. Und das sind halt auch ein Stück weit definitiv die Verbraucher von morgen. Und wir sind natürlich auch immer interessiert an Facharbeitskräften. Wir suchen händeringend junge Leute, die Spaß am Beruf mitbringen, die fit sind und den Beruf gerne lernen möchten. Ne? Die Region ist fest verwurzelt mit der Landwirtschaft. Für manche ist es die Idylle auf dem Land, aber der demografische Wandel, der Wegzug hinterlässt Spuren. Deshalb engagiert Alexandra Tinneberg sich für die Altmark. Ich bin also nicht nur bei den Landfrauen aktives Mitglied, sondern auch noch in anderen Vereinen, auch hier im Dorf. Und in den letzten Jahren hat man halt immer mehr mitbekommen, dass es immer schwieriger wird, auch andere noch zu begeistern, sich im Ehrenamt zu engagieren. Und deswegen ist mir und meinem Mann das eigentlich, ist es relativ wichtig, dass wir nach Möglichkeit uns da versuchen einzubringen. Das sind im Prinzip die Milchprodukte. Und da habe ich gerade schon gesagt, von der Milch wird noch was abgeschöpft, bevor die halt in Tetra Pak kommt. Ganz lecker, zu Erdbeeren. Sahne. Ja, genau. Die Knirpse sind begeistert, finden den Tag auf dem Bauernhof cool. Begreifen durch Begreifen, das hat sich Alexandra Tinneberg vorgenommen. Hat es funktioniert? Ich fand spannend, wie viel die Kühe fressen, weil das ist ja ganz schön viel, damit die dann auch so viel Milch geben. Also ich fand die Kühe cool, weil weil bei den Molken, da, wo die das automatisch gemacht haben, die Roboter, das war ganz cool. Na, wie die Kühe gemolken werden, ich kenne das ja bloß mit der Hand so, aber hier sind ja Roboter und interessant. Mir macht das einfach auch Freude und auch so die Neugierde dann so ein bisschen zu befriedigen von den Kindern und eben in der Hoffnung, denen irgendwas auf ihren Weg mitzugeben, was vielleicht ein bisschen nachhaltig hängen geblieben ist. Und ja, vielleicht kommt auch der ein oder andere mal zurück und sagt mal, ich bin mal bei Ihnen gewesen und ich möchte gerne bei Ihnen eine Lehre machen. Man weiß es nicht, es wäre schön. Also ja, das ist Idealismus einfach so, ich weiß auch nicht. Und das ist ihr Tag. Fast 3000 Landfrauen aus Deutschland kommen im Juli 2014 nach Magdeburg zum Deutschen Landfrauentag. Sich wiedersehen, neue Menschen kennenlernen, stolz Erreichtes präsentieren, neue Ideen mitnehmen. Gemeinsamkeit schafft Stärke. Auch Margit Mehr, die rastlose Geschäftsführerin des Wir e.V. aus Jessen, ist dabei und aufgeregt. Wir freuen uns, dass wir alte, bekannte Landfrauen wieder treffen, um unsere Erfahrungen auszutauschen und um einfach mal wieder guten Tag zu sagen und zu hören, wie es denen geht. Worauf die Landfrauen aus Sachsen-Anhalt besonders stolz sind, ihr Paula-Projekt vorstellen zu können. Im Moment ist es ja die Paula, die uns besonders am Herzen liegt. Und
ja, das ist ja jetzt schon so ein bisschen auch so eine repräsentative Geschichte. Es kommen Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet heute hierher. Der Deutsche Landfrauentag. Alle 2 Jahre findet er in einem anderen Bundesland statt. 2014 war Magdeburg Gastgeber für Frauen aus mehr als 12.000 Ortsvereinen Deutschlands. Gerade weil es eben auch viele kleine Vereine gibt, je nach Struktur der Landesverbände, ist das einfach eine Motivationsgeschichte. Andere zu treffen, sich in einem Common Sense zu fühlen, das macht einfach die Stärke dieser Veranstaltung aus. Bei den wichtigen politischen Deshalb müssen die Landfrauen auch als Dialogpartner, als gesellschaftliche Kraft wahrgenommen werden. Sie sind eine Macht. Die Landfrauen sind ganz modern. Sie unterstützen zum Beispiel moderne Familienpolitik. Die leben gar nicht diese alten Rollenklischees. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute in der Politik wahrnehmen, dass sich zum Beispiel auch die Frauen auf dem Land ein modernes Leben zwischen Job und Familie oder mit Job und Familie wünschen. Sie sind Anwältinnen und Sprachrohr der Frauen auf dem Land. Denn die Landfrauen haben eine Schwäche für ihre Regionen. Und das ist ihre Stärke.